Bisher bei Baumi allein im Wald. Das ist die definitiv letzte To-Do-Liste für Meta-Inf. Erzähl mir irgendwas nochmal. Wir versuchen jetzt mal diesen Krieg zu gewinnen hier heute Abend. Ich hab mir mal überlegt, woran das liegt. Und nun die Fortsetzung. Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen. Denn er wird nicht wiederkommen. Ui, guten Morgen. Ich bin der Baum und ich melde mich nach Ewigkeiten. Wir haben das viel zu lange nicht gemacht. Ich bin gar nicht im Bild, hallo. Gehen wir mal so ein bisschen durch die Songs. Ja, und gucken dann, dass da Schritt für Schritt hoffentlich was zusammenwächst. 20 Minuten später. Warte mal. Bin gleich bei dir. Was tust du? Hä? Was machst du? Demos aufnehmen. Okay. Ich dachte erst, es kommt aus einem anderen Raum. Aber jetzt ist ja Nee. Weil wir machen ja gleich hier Zementprobe. Ach, macht ihr? Ja. Oh fuck, von wann bis wann? Also 4 Uhr wollten wir anfangen. Gleich kommt einer zum Schlagzeug aufbauen. Schon der Kamera ist schon mal da. Aber mit dem kannst du Spaß haben. Das ist so ein typischer Drummer, der kann die ganze Zeit nur über Schlagzeug machen. Oh, scheiße, das ist bitter, ey. Brauchst du jetzt hier die Zeit, oder was? Ja, ich wollte sie mir genommen haben, so. Das war mein Tagesplan. Aber habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, dann machen wir da mal Schluss. Ich bin keine große Expertin für Zeitreisen. Ich habe sie immer vermeiden wollen. Viele Monate später. Okay. Also Nina könnte einen Moment dauern, Waldemar wird schnell gehen, alter Mann Reggae habe ich Angst vor, 8.15 wird schnell gehen und Liga wird schnell gehen. Und dann sind wir durch. Dann wurde mir eines Tages bewusst, dass ein Jahrhundert vorüber war. Wunderbar, okay, das war C-Pizza, weg damit. Und weiter geht's in Neuenerade, in dieser. Der muss auch insgesamt erstmal ein bisschen runter, der zehrt nämlich. Das überrascht mich. Ich lag in Amaretto. Und gleich nochmal probieren. Ich lag in Amaretto. Problem gelöst. In Neuenrade. 3, dann gehen wir nur 1,5 runter. Geht das noch? Ren und Stimpy liefen auf Schlunz ihrer Party. Und das war schön. Eine letzte Sache ist, unsere lustigen Outro-Vocals haben ihre Effektsuppe bekommen. Ich glaube, da hinten kann ich machen, was ich will. Das zerrt auf jeden Fall. Dann lassen wir es zerren. Was soll's denn? Es ist ja nur das Outro. Machen wir von mir aus plus 3, dann ist nicht ganz so krass. Es ist aber auch, glaube ich, nicht der Mix, der da übersteuert. Ich glaube, das ist irgendwas im Audiomaterial. Das ist mir aber egal. Punkrock! I wanna see some naked dudes. It's my business. Hier dröseln sich irgendwie die Outro-Vocals schon mit drunter. Die singen dann nämlich schon mit, wie du da erkennen kannst. Und das war auch schön. So. Okay, das war Neuenrade. Das ging glücklicherweise mal wieder schnell. Latte Macchiato, da fehlt auch nicht viel. Ich brauch nen Okay, ich habe drei Sachen. Es gibt einen Plop im Gitarren-Solo. Wo ist das denn? Ist ja nischt aufgeräumt. Die kriegen alle den hier und dann kriegen die alle. Das hier, das ist gar nichts, ne? Ist das irgendwas? Oh, das ist doch was. Lieg am Strand, hab Sonnenbrand und fange an zu träumen. Du siehst gut aus und siehst mich auch. Hast du gehört? Zeige ich dir nochmal. Da. Ja, sowas kommt davon. Das ist ja unglaublich. Was machst du eigentlich den ganzen Tag, Junge? Wer weiß, was dann noch alles ploppt. Was ist das? Ach, das ist, jetzt hat er die Seuche hier, glaube ich. Den haben wir gemutet irgendwann mal. Jetzt hat er die Seuche hier, ey. Ah, der bleibt auch gemutet. So, ich hoffe, das war's. Schön, das haben wir. Ich möchte nämlich der Gesang, hier guck mal, der da. Du siehst gut aus. Und das Echo hat mir zu viel Macchiato. Okay, haben wir ihn da noch ein bisschen rausgenommen. So ein bisschen darf er da ja auch ruhig drin bleiben. Bisschen ist nicht schlimm. Ist ja auch, glaube ich, durchaus üblich bei so Sachen.
So ist schön. Übrigens kann ich mal gerade erzählen, ich habe hier öfter mal FC Baum an den Sachen stehen. Und am Schlagzeug! FC Baum! Ist tatsächlich unter diesen ganzen Abwandlungen, die man da machen kann, mein Lieblings. Jetzt habe ich in den letzten Jahren blöderweise das ein oder andere Album schon rausgehauen als Charlie Baum. Hey, Charlie! Muss das jetzt demzufolge mit Metainf auch machen. Also offizieller Artist Name ist Charlie Baum. Einfach, dass das nicht isoliert rumfliegt auf iTunes und wo nicht auch. Verstehst du? Das heißt, Charlie Baum Metainf. Das musst du dann, falls du Lust hast. Falls nicht, dann ja, hast du halt Pech gehabt. Du mehr als ich. Und ich weiß es auch noch. Auf jeden Fall gibt es auf dieser Seite nicht noch eine Stelle, wo ich zu wenig Platz pro Song hatte. Das heißt, das haben wir abgehakt. Good things haven't happened yet. I'm empty as a movie set. It's what I've always wanted. Wie wäre es dann mit Veltinstag? Auch das ist wundervoll aufgeräumt, wie ich gerade sehe. Leck mich doch ab. Er hat auch noch nichts hier. Ach, das ist das Piano. Das haben wir eh nicht mehr drin. Gut. Ich habe einen neuen Synthi stattdessen da. Zeige ich dir, wenn hier klar Schiff ist. Morgen. Ganz sicher. Das geht hier unten ganz unbeeindruckt weiter. Er ist ja ein Träum. Warum denn nicht? Ach, wegen ihm hier. Ach, hier sind wir erst. Ist ja ein ganz großer. Okay, der muss hier sein. Und da hinten fadet auch alles aus. Na, Gott sei Dank haben wir das abgehakt. Es gibt wohl einen Fehler im Outro-Riff. Na, höre ich nicht. Da gibt's keinen Fehler. Erstmal gibt es ein stranges Outro-Fitzel-Ding. Genau, ich erinnere mich. Das ist irgendein Echo, was hier nicht zubleibt, glaube ich. Da. Wenn er da nämlich offen bleibt. Okay, die Riffs müssen leiser, Ike, hier stehen. Und dann haben wir ein grundsätzliches Sound-Fragezeichen. Die Bretter sollen weniger Oberbauch bzw. mehr Badezimmer sollen die Drums haben. Das ist alles fachchinesisch. Das beziehungsweise mehr Badezimmer-Drums, beziehungsweise Bretter leiser. Bretter blockieren die Drums da. Okay, ich denke, so kommt auf jeden Fall die Snare besser raus. Mehr Badezimmer-Drums. Sollte, denke ich, hoffentlich in Ordnung sein. Gut, haben wir auch noch eine Bassdrum gefunden, zumindest halbwegs. Das muss auch so reichen. Ich habe tatsächlich ein paar Qualitätsunterschiede bei den Drumspuren zwischen den einzelnen Songs. Krieg ich da auch nicht mehr raus, es sei denn, ich nehme wirklich alles neu auf. Man könnte mehr rausholen mit separaten Drums. Bei den meisten Songs ist es nicht so tragisch, weil es gut vorgemischt war. Das ist mein Mixer. Namentlich bei Veltinstag und ein bisschen auch bei Syd Barrett. Das Positive noch daran ist, dass ich beide Songs vom Gesamtsound her ein bisschen drumrum stilisieren kann. Wave-Datei, hier rein, bitteschön, dankeschön. Da will ich hin. So, das haben wir alles gemacht. Und hier unten steht noch aus. Hier das passives Abseits, das steht da ein bisschen im... Ich habe nur langsam keine Lust mehr und ich habe jetzt schon Angst davor, danach dann nochmal Probe zu hören und irgendwo mit Erschrecken irgendetwas festzustellen. Und es geht weiter mit 100 Radio-Edit. Ja, das machen wir gleich auch nochmal. Das ist witzig. Ganz sicher. Ich sehe schon, auch hier ist mehr schlecht als recht aufgeräumt, aber wesentlich besser. Da sind wir. Okay, und da liegt auch direkt der Hund begraben. Der Song ist viel zu lasch. Da bin ich. Die Drums will ich lauter haben. Drei. Haben wir gemacht. Lauter haben wir gemacht. Da muss ich gleich mal Quervergleich mit Meter 11 machen, weil die halt hintereinander kommen. Beides Rockballaden sind und das wäre ganz gut, wenn die gleich stark knallen. Und die Hammond hat ein bisschen was in den A-Sagen mitten. Also gar. Das war 100 Mal und so langsam. Genau, eine IF-Datei. Unbedingt.
Gerne zwei. So, und wenn er dann nämlich fertig ist, dann höre ich dann nochmal ganz schnell rein und gehe direkt rüber zum Meta-Elf. Meta-Elf ist nämlich eigentlich fertig, muss nur leiser gemacht werden. Diese Region ist umstritten. Ich schlage vor, unser Territorium zu umfliegen. Gottes Willen, wo sind wir hier schon wieder gelandet? Kann man machen, muss man nicht. Es ist jetzt ein Mühleiser. Ich kann aber auch in der Zwischenzeit schon mal quer vergleichen. Meter 11, 112, ja. Tells out on that. Muss man vielleicht erstmal checken. So. Sieger Laune, einer nicht mehr. Einmal und 20. Das klingt ja vielleicht grottig. Es ist eine Beleidigung. Ja, ich lasse das doch erstmal so. Stattdessen gehe ich nochmal in den Felddienstag. Da habe ich Kacke gebaut. Das tut uns leid. Drei. Ah, probieren wir es doch mal so. So ein scheiß Krachsong, ey. Erst der 14. Ja, hier, Meter 11, fertig. Dann sind es auch nur noch 6. Ich hoffe inständig, dass ich hier nichts verschlimmbessere. Glückwunsch, Sie hätten beinahe etwa 8000 Zivilisationen ausgelöscht. Gerade, das hoffe ich wirklich. Wenn doch, sorry. We're sorry. Im Rahmen meiner Möglichkeiten, weißt ihr. Seit Anbeginn. Dann haben wir Syd Barrett. Final Test Test ist die aktuellste. Sagt auch einiges aus schon. SAWNG über den Sound. Bass etwas leiser. Und alle meine Markenzeichen werden nicht mehr weiterreichen. Da hat er recht. Die Klinis in der zweiten Strophe, erste Hälfte. Ins Gehirn geschissen, aus voller Brust hat er geschrien, wird man ihn vermissen. Von mir aus. Vocals im Refrain leiser. Und alle meine Markenzeichen wirken heute irgendwie. Dann muss ich in die erste Strophe gehen, denn bei Vocal Takes, die ich neu gemacht habe, war irgendwas strange bei der Aufnahme und man hört es an den Zischlauten. Ich möchte es gerade bei Beflissenheit gerne ersetzt haben. Achte. In Vergessenheit und über die Beflissenheit. Das klingt so ein bisschen wie durch einen Ventilator. Vent, war das richtig, was ich gemacht habe? Ja, dann habe ich da ein anderes S. Ja, warum nicht? Beflissenheit. Gut, wenn man es jetzt noch schön macht, das kann ich nicht schön machen, wenn hier alles magnetisch ist. Fällt mir gerade so ein. Tö. Nicht schlecht. Becken krisseln, da habe ich ein bisschen Angst vor. Und ein Pfeifen im Solo. Achso, ja, da ist diese eine Stelle. Ich glaube, das kriege ich da nicht raus. Ich glaube, das hat tatsächlich mit Windverhältnissen vor den Mikros zu tun. Sagt der Name Captain Bly Ihnen zufällig was? Hier an der einen Stelle. Da, merkst du? Hier haben wir noch welche frei. Immer besser. So ein bisschen ist es auch mit rausgegangen, glaube ich. Und der Rebell ist nicht mehr, nicht mehr dazu. Jetzt wollen wir mal kurz am Anfang hören, weil die Hi-Hat hat mir schon arge Sorgen gemacht. Das sollte aber gehen. Später. Dann warf er nicht mehr das Radio an, weil da die anderen sangen, sie gaben damit an. Ich gehör nicht mehr dazu. Und ich war nie so gut wie du. Ich war schon immer... Ich denke, das können wir so lassen. Auch vor allem vor dem Hintergrund, dass das ja doch ein bisschen in die Rockshow-Ecke geht vom Song her und damit halt auf Take Off Your Pants and Jacket ein bisschen verweist. Ein Album mit unglaublich grisseligen Becken und insgesamt alles tralala. Speicherbildschirm. Aber jetzt knackt auch die Snare da wieder schön. Die war nämlich auch schon ein bisschen untergegangen zwischendurch. Dann geht es gleich weiter mit Nina. Da muss ich an den Gesamtsound. Alter, wir haben gleich 3 Uhr nachts, ey. Eigentlich müsste ich es dann erst losjagen und
dann nochmal Probe hören und mich dann wahrscheinlich furchtbar ärgern an sämtlichen Stellen, aber dann ist es wenigstens draußen. Nina, Alpha 4, genau, das entspricht auch genau ein Phänomen. Phänomen. Im Outro macht auf einmal die Bassdrum merkwürdige Klamotten. Genauso klingt's nämlich. Weil er sich das nämlich nicht gemerkt hat. Gut, müssen wir gleich beim Export drauf achten. Als nächstes sind die Vocals später zu leise. Wahrscheinlich hier so, da so. Ach was. Guck mal da, was denn hier passiert. Was hab ich mir gedacht? Hast du dich das auch gefragt? Nicht, dass du musst, sind wir bewusst. Bin mir nicht bewusst. Und jetzt muss ich hier mal an den Mix. Wie bist du denn drauf? Jeden Tag und nie. Opala, kommst du nicht mehr so ganz klar gerade, ne? So, dann bleibt nur noch eine Sache und das ist unsere neueste Version des Synthes. Also hier dieser Teppich da im Hintergrund. Ich möchte diesen Teppich nicht. Er hier, oder? Nee, ja. Das ist er nicht. Der macht mir hier am Anfang nämlich zu viel. Das ist nämlich der eigentliche Punkt meiner Bewandtnis hier gerade. Ja, ich denke aber, das geht. Hört man den denn, wenn er dazukommt? Hier auf, ich mache das, hier auf, das Fass. Da sagt der eine zum anderen, warte. Ich brauch heute noch Feuer, Feuer. So, warum nicht? Sie passt genau rein. So, jetzt sie hab ich passt hart, Feuer, Feuer. Nehme ich so, nehme ich so. Und dann muss ich unbedingt nachhören, ob das da hinten mit der Automation geklappt hat. Beim Viertel nach drei, es sind nur noch vier. Dann lass uns mal zu Waldemar. Übrigens, also, auch hier gibt es noch einen Synthi im Refrain. Das Schöne an dem ist, der ist so ein bisschen spooky, hörst du sofort. Ist aber in Anlehnung an den Synthi aus Syd Barrett, also den Synthi. Und hier hinten weiß ich nicht, ob er jedes Mal diese Schleife nach oben machen soll. Ja, doch, ich glaube doch. Die Fender-Gruppe, die macht Riff. So, und ich denke mal, ich mache das asymmetrisch, damit man das hört. Das ist ja blöd. Na gut. Das reicht mir. So, und das muss auch hier genau aufhören. Gar kein Roomworks auf alles. Komm, den machen wir auch nochmal eben. Final 04. Jetzt noch Altermann Reggae und dann sind wir über den Berg. Bei Altermann Reggae kann ich mir vorstellen, das Problem ist, dass die Frequenzbereiche, die ich vermisse im Mix, die gibt's gar nicht, weil wir da nur sehr spärlich instrumentiert sind. Deswegen sind wir nicht hier, Altermann. Weil sie niemals existierten. In der Zwischenzeit checke ich mal gerade, ob das geklappt hat. Ja.
Ja, also hat's schon. Das kann eigentlich ruhig so trocken bleiben da hinten. Eigentlich kann's das. Alter Mann, Reggae, ich hab Angst. Ich hab Angst. Oder soll ich doch nochmal schnell in Nina gucken? Besser so, ist besser so. Was habe ich jetzt nochmal geändert? Ich weiß es nicht mehr, ist mir egal. Nix wie weiter, ich mag nicht mehr. Und nur noch 3 und 10 vor 4, yay. Hier steht, Cleanies leiser, Sound auweia, mitten auf, Snare Drum finden oben. 2076, Downtown. Habe ich auch ein Schlagzeug? So, muss ich nicht verstehen, oder? No Penner, warum? Ah, Junge, wie kann denn sowas überhaupt passieren? 3000 Jahre doch deine. Wir haben es nie verstanden. So, klingt auf jeden Fall wesentlich besser auf einmal. Auf einmal. Hier hinten ist noch ein Vocal Easter Egg. Das muss ein bisschen lauter sein. Vielleicht hat es ja jemand erkannt. Dann hoffe ich mal, dass es eine Verbesserung ist. Ui, der knallt da direkt. Junge, was bist du wunderschön? Deine Absolute. Hui, ich hoffe, das war's. Alter Mann, reicht mir. Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß angestellt mit dem Song. Ich weiß, es war eine harte Zeit für Sie, alter Mann, aber... Hören Sie auf, mich so zu nennen. Gib ihm. Gott sei Dank. Klar, höre ich dann nochmal drüber. Aber das, was hier steht, haben wir gemacht. So sieht's inzwischen aus. Wir haben das alles. Und da unten ist noch alter Mann Reggae Final Final. Mach dich weg. Warum bin ich jetzt da? Warum bin ich nicht hier? Das ist der ganz fragile Ort. Fragil nicht. Das ist der ganz prekäre Ordner. Flug 815. Knacken im Outro. Ja gut, das liegt aber an dem Effekt. Liegt das aber. So, jetzt muss ich einmal noch das China finden. I know China very well. Ja, das ist schon. So, und willkommen auf der Zielgeraden der Zielgeraden der Ziel. Sie schimpft sich andere Liga. 16.06. Schön. Und es gibt einen Knack im ersten Refrain. War der das jetzt schon hier, der da? Ach komm, was soll's denn? Haben wir gleich noch ein bisschen Auto getuned, noch ein bisschen geschummelt. Knack in Refrain 1 scheint behoben zu sein. Bei allem anderen habe ich nichts bemängelt, deswegen gehe ich davon aus, dass ich fertig bin. Mal kurz vergewissern. Ich habe Angst. Ah, läuft schon. Ist ja nicht so, als hätte ich mir vorher auch keine Gedanken gemacht. So, also, 16:45, kann man mal machen. Buja! Ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube, ich bin fertig. Ich hatte fertig. Guten Morgen. Und verzeih, ich hab länger nicht mehr Staub gesaugt. Ich fang ihn manchmal gerne, es kommt nur drauf an, wo. Zum Beispiel hier drauf. Ich lag in Amaretto, in Neuenrade.
Und nächstes Mal bei Baumeln mit Charlie. Ich biete Ihnen etwas, wovon andere nur träumen. Die Möglichkeit, all Ihre Fehler auszulöschen. Sie machen sie weg und können als freier Mann hier rausgehen. Hier drin haben wir uns ausgetobt seit Anfang Dezember letzten Jahres. Alter Finne. 37 GB, zu groß für den Papierkorb. Du hast die Songs ja gehört, du kannst dir die gerne aus den Videos schneiden. Ich werde in Zukunft nicht mehr so wahnsinnig viel Musik machen. Plus die ganzen Sticks, die kaputt gegangen sind, plus die ganzen Saiten, die gerissen sind. Und warum sollte es mit diesem anders laufen als mit allen anderen davor? Warum? Sag mir, gib mir einen Grund. So, und der Vollständigkeit halber können wir auch hier nochmal in die Mixe gehen. Erstmal hier die ganzen Alphas und Betas, die braucht eh keiner. Die Checkpoints haben wir auf YouTube, das braucht auch keiner. Die Single, ja, überlege ich mir noch, vielleicht kommt die ja doch raus. Hier haben wir die ganzen Finals, die alten brauchen wir nicht. Das kommt weg, die Waves kommen weg. Aus der Geschichte eliminiert. Captain? Dieser Ordner, der immer noch erste Demos heißt, kommt weg. Haben wir noch irgendwas Meta-Infiges? Ich glaube nicht. Wir könnten noch die Lyrics löschen. Sinnlose Worte, für die sich niemand interessiert. Du hast es gehört und damit soll es dann auch gut sein. Das reicht. In diesem Sinne würde ich sagen, freu dich auf den 1. Juli. Da kommt nämlich das neue Blink-Album raus. Ich werde es mir auf jeden Fall zulegen. There's something about you that I can't quite put my finger in. Mal gucken, ob ich Geld dafür bezahle oder nicht. Überlege ich mir noch. Okay, okay. Tü-lü-lü-lü-lü. Mein Gott, Pille. Was habe ich getan? Was du tun musstest, was du immer tust, was dir entspricht. Trotz aller Verluste weiter ums Überleben zu kämpfen. Ja, ich hab's geschrottet. Ich hab's geschrottet. Und jetzt gute Nacht, Harry! Also, hast du gehört hier die neue Orgel, ne? Im Dings, im Refrain. Und den machen wir auch weg. Ist besser ist. Später. Ha 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 ha.